offizielle Schlüsselübergabe des neuen Landtagsabgeordneten Maximilian Böntl an Interimsbürgermeister Stefan Keck. Stefan Keck leitet ab sofort als Interimsbürgermeister bis zu den Neuwahlen voraussichtlich im Januar 2024 die Geschicke der Gemeinde. Reinschnuppern, vor allem auf die letzten Jahre. Insofern freue ich mich jetzt auf die Aufgabe. Ja, und an euch auch eine gute Zusammenarbeit. Also wir wünschen dir auf alle Fälle alles Gute, Max. Es war eine tolle, eine intensive Zeit mit dir, eine herausfordernde Zeit. War es, aber es war wirklich eine spannend und bereichernd für uns alle. Du hast so viel geschafft und wir werden hoffentlich in diesem Stil weitermachen können. Du hast uns schon geprägt, finde ich, die ganze Verwaltung. Und ich möchte einfach für mich und für alle nochmal Dankeschön sagen. Es war eine wunderbare Zeit mit dir. Ja, mit einem doch emotionellen Abschied von führenden Mitarbeitern enden nun 10 Jahre Bürgermeister Maximilian Böntl in der Gemeinde Kirchheim. Ab heute, den 30. Oktober um 15 Uhr, übernimmt nun interimsweise der bisherige zweite Bürgermeister Stefan Keck nun die Geschicke der Gemeinde. Im Januar 2024 werden dann die Bürgerinnen und Bürger den neuen Bürgermeister wählen.